Das ist natürlich. Ich hätte direkt noch vorher, bevor ich hingegangen bin, zu dieser Hütte gehen sollen und meine Lebensenergie auffrischen, weil das wird hier nicht gemacht. Die Schieß machen wir natürlich nicht jetzt. Und meine Health Items behalte ich mir auch auf für schwierigere Situationen. Da gibt es einige Bosskämpfe, wo man die eher braucht. Ja, das war jetzt noch nicht so ganz billigend irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es läuft noch weiter. Ah, jetzt haben wir hier zwei Streams of the Big City. Masao. Nämlich in die Stadt nach Tsukimino, was wohl unsere nächste Stadt sein wird, und den treffen wir da wieder. Der von zu Hause abgehauen ist. Mit Hilfe seiner Mutter. Habe ich doch gesagt, den treffen wir wieder. So, für den Typen brauchen wir jetzt entweder 1 Million Yen, also so Felle und Fleisch im Wert von 1 Million Yen, oder zumindest einen Mattern. Gucke ich jetzt echt mal nach, was das heißt, weil ich mir nicht sicher bin, was ein Marder ist oder ob das was anderes ist. Ja, das Wort gibt's gar nicht. Ja, das ist ein Marder, Martin. Martin. Naja, vielleicht gibt's hier noch ein paar Sidequests, die wir annehmen können. Natürlich hat er auch eine Sidequest für uns. Jeder Charakter hat mindestens eine. Er will auch wieder ein Marder. Ja. Ach, der legt nur Fallen aus. Dann kann er ja seine Falle uns geben. Bei einer habe ich schon oben stehen, die ist auch verbessert. Muss man so einen Käfig benutzen. Aber wenn wir die jetzt benutzt haben, dann wird die wahrscheinlich nicht mehr verbessert sein. Three Petals. Ja, der echt ein Schuss. Drei gleich. Brauche ich wohl noch mehr Cage Traps. Ich hoffe, das lohnt sich. Verkaufe ich sie beim Händler. Aber sie nervt schon ein bisschen, weil am Anfang war es noch ganz cool, da hat sie uns geholfen, wir haben ihr geholfen, aber mittlerweile will sie nur noch gefallen. Der Okudera, wo ist der denn jetzt wieder? Das ist der, der immer so wütend war, glaube ich. Erstmal einiges. Oh, das Parley bringt nicht viel. Oder Parsley. Foxmeat, Foxskin. Meat. Einiges. 42.000. Okay. Wasabi habe ich gar nicht gemerkt, dass ich ihn aufgesammelt habe. Und wir haben jetzt knapp 50.000 erwirtschaftet. Wir sollen 1 Million für ihn erwirtschaften. Bedeutet, dass das 50-fache von dem, was wir jetzt haben. Ist ja ein Witz. Da ist man ewig unterwegs. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Muss man ja auch nicht machen. Man bekommt dann halt keine 100% im Spiel. Aber eventuell kann man das ja wieder nachholen. Weil es eh wahrscheinlich schwierig wird, hier wieder hochzukommen. Wie das läuft im New Game Plus in diesem Adventure, Premium Adventure Modus, wo man alle Sidequests nochmal spielen kann. Und die hier auch machen kann. Jetzt hole ich mir noch ein paar Cages. Nochmal zwei mit. Dann noch ein Modkit. Vielleicht noch ein Hut Repair Kit. Diese viel Kohle. Das lasse ich mal. Ja, vielleicht noch ein zweites Mod Kit. Kostet nur 1000.
Snares habe ich eine, das reicht erstmal, da haben wir viele verteilt. Wenn wir zu diesem einen Typ gehen, ich weiß nicht, wo der sich befindet, vielleicht hier oben. Oder auch nicht. Kann man dahinter jetzt? Okudera, das war ja nicht der Typ, der uns geholfen hat. Das war der andere Typ. Ich habe ja nicht mehr Locations, wo ich hin kann. Ah, ist doch der Typ. Der wird es wohl nicht mehr lange machen. Denn so gegen Ambulances. Wir sollen jetzt also einen Bären legen. Ich weiß nicht, ob ich da nicht zusätzlich noch was brauche. Ich habe jetzt hier diesen Köder für die Bären, der war ja auch schon mal ganz nice. Kann ich jetzt hier nicht anwählen. Dann wenn ich direkt sag, ich will dahin. Bär. Wir können jetzt aber auch schon in die Stadt gehen sogar. Weil ich natürlich nicht. Lass ihn ja jetzt nicht hier sterben. Aber anscheinend kann ich hier gar nicht mein Equipment auswählen, wie ich es bei dem anderen immer konnte. Ich kann nach hinten gehen und das da machen. Ah, hier können wir filtern, das will ich ja nicht. Bear bait. This bait is the surest way to get a bear's attention. Das klingt doch gut. Genau das, was wir brauchen. Aber mein ganzes Inventar ist voll mit Scheiße. Das ist alles mal weg. Das können wir eh nicht alles mitnehmen. Oder gar nichts davon können wir mitnehmen. Und genug. So, das Nötigste. Und mehr brauche ich auch nicht. Also. Und ob wir den Bären dann erledigen können. Die Energie ist wieder voll. Mal gut. Wo hat der Bär? Dann können wir jetzt auch. Ah, hier können wir jetzt noch die ganzen Sachen mitnehmen. Inventory und da einfach alles eigentlich. Ja, 926.800 Yen sollen wir ihm noch bringen, dem Trader. Echt ein Witz. Mit einem Headshot kann ich schon einen Bär erledigen. Ja, das ist ja dann nicht schwer.
ausweichen, nicht weglaufen. Ja, genau das haben wir ja schon. Können wir zwei Bären auch jagen? Vielleicht bringt das auch extrem mehr Geld, sodass wir mal auf diese 1 Million zumindest ein bisschen näher kommen. Wir müssen jetzt wesentlich weiter hoch, hat er gesagt. Hier unten finden wir keine. Jetzt muss man natürlich das Risiko abwägen von Lebensenergie und wie weit kann man hochgehen, dass man den Bär findet. Hier findet ja sehr viele Mushrooms und alle möglichen Health-Items. Und mit der Energieleiste ist es echt schwer drauf zu gehen. Aber den Bären weiß man ja nicht, wenn die so aggressiv werden. Ah, du spielst du besser. Im Ducken zielt man schon deutlich ruhiger. Oh, daneben geschossen, das gibt's ja gar nicht. Jetzt haut der scheiß Hase ab, oder was? Wo ist er denn hin? Hier den Holzscheit. Weg. Egal, wir haben ja seinen Kollegen erwischt hier. Würde ich jetzt nur auf den Berg gehen, um zu jagen, könnte ich es auch bei der Rückreise mitnehmen. Aber so muss ich so das mitnehmen. Oh, das ist sogar ein Marder gewesen. Sehr gut. Das können wir dann dem Händler bringen. Und der... Das ist unsere Marderfalle. Hat sich direkt noch einer, wenn die so gut funktioniert. Man muss sie dann immer wieder setzen und wahrscheinlich auch modifizieren, falls man sie geupgradet hat. Mal hier zurück. Dann dürfte beim nächsten Mal wieder ein Marder gefangen werden. Wir brauchen ja 3 für den anderen Typen. 3 Pelze. Oh, ist ein Fuchs, den wir gefangen haben. Nice. Schon eine Menge Zeug, wenn man die überall vor allem hinsetzt. Nicht mehr. Ich denke mal, der Wald wird bald gerodet sein. Bear Tracks. Ja, nee, würde ich gerne nicht followen, weil ich muss ja meine Sachen einsammeln hier. Wäre ja sonst witzlos, warum ich die Fallen hier hinsetze, wenn ich ja nicht die Beute einsammle. Anscheinend ist hier überall nichts gefangen worden. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich schon benutzt? Hier habe ich noch gar nicht benutzt. Ach, da kann man dann auch Lebensenergie auffrischen. Mal gucken, wir hatten 4 von 12. Hunter-Data. Haben wir immer noch 4 von 12. Die kann man also mehrmals benutzen und bekommt aber nur einmal den Fortschritt. Von wie viel man da gesammelt hat von denen. Die kann ich jetzt auch noch eine setzen. Wir haben so viele Traps. Da setze ich jetzt hier auch nochmal eine. Eine Cage Trap. Für den Marder. Und direkt modifieren, damit wir auch beim nächsten Mal sicher hier einen Marder haben. Und nicht umsonst wieder hochstapfen. Eigentlich hätte ich direkt noch eine kaufen sollen, weil jetzt habe ich. Mehr. Ich brauche ja 3 für die andere Mission. Egal. Den habe ich ja, glaube ich, noch nicht benutzt. Hat sich die Lebensenergie nicht wieder aufgefüllt. 5 von 12. Den hatte ich also noch nicht. Und rein oder diese Statue hier. Die Hütte hier können wir auch aufbauen.
Bin mir aber nicht sicher, ob sich das lohnt, weil es hieß ja, wir müssen sehr weit hoch. Es wird wahrscheinlich eher lohnen, oben dann nochmal so eine Hütte aufzubauen, anstatt hier. Einfach nichts näher. Wenn man die Fallen einfach nur so hinsetzt, ohne sie zu modifizieren, ist es nicht so häufig, dass man was fängt. Man merkt schon den Unterschied. Snare. Gibt bestimmt eine Trophäe, wenn man alle Statuen einsammelt, alle Häuser repariert und alle Fallenmöglichkeiten mit einer Falle ausstattet. Habe ich nur noch die Leghole Trap, die setze ich woanders. Aber alles hier geballt ist auch nicht so geil. Der flucht aber ganz schön. Oha, hallo. Oh, was ist mit der Grafik? Was sehe ich denn da? Ist das ein Stau? Moment. Mensches. Hier hat noch was geblinkt. Mushroom. Jetzt können wir was zurückschicken. Oder müssen wir, weil wir voll sind. Schicken wir den Wasabi zurück. Man kann nicht frei was zurückschicken. Man kann das entweder nur an Item-Stellen machen oder halt, wenn man voll ist. Was war das? Nicht gesehen. Aber Meat müssen wir dann zurückschicken. Und den Pelz. Und den nächsten Pelz. Oder die Snare. Die will ich natürlich behalten. Setze ich natürlich direkt wieder. Man kann natürlich die Fallen dann auch dahin setzen, wo noch keine Falle vorher war, und dadurch die Trap Locations hochpushen in seiner Statistik. Aber ich bin jetzt eh nicht so scharf drauf, dass ich alles hier löse. Also manchmal bringt es Lebensenergie zurück, hier jetzt in dem Fall nicht. Diese Statuen. Hier folgen wir einfach mal der Spur. Oh, sehr viele Mushrooms immer hier in diesem Baumstamm. Zu viele vielleicht. Ah, den schicke ich nicht weg, weil den schmeiße ich eh weg. Muss ich jetzt mal die ganzen oder den einen wegschmeißen. Und jetzt geht's hier hoch. Im Moment, hier kann ich ja noch meine Fuchsfalle ansetzen. Mach so ein bisschen, dass man dann halt auch den Weg entlang gehen kann, wenn ich dann nochmal hochgehe. Und die alle einsammeln kann. Modifier habe ich da noch was. Ja. Auch wieder ein Slot frei. Jetzt folgen wir einfach mal der Spur des Bärs. Warum soll er schon sein? Natürlich vorsichtig sein, haben wir gehört. Ich glaube, wir müssen einfach nur hinlaufen. Ja, passiert was. Ah, da ist er. Crouch low. Ja, es gibt ja nur eine Stufe für Crouchen. Musst du bloß auf den Kopf schießen. Das ist so viel.
Ah, der bewegt sich aber auch scheiße. Jeder weiß nicht so schwer. This is what it means to kill a bear. Ja, war genauso wie beim Reh und beim Hirsch auch. Beim Hasen und beim Fuchs. Ganze Menge. Das Beil brauchen wir ja für den Jäger, der verletzt ist. Damit heilen wir den. Und Beil bedeutet so viel wie die Galle. Braucht er. Springen wir aber direkt mal zurück. Now back to the village. Ah, Mist, ich hätte gerne noch oben diese Statue mitgenommen. Egal. Ja, so erschreckend war das jetzt gar nicht. Haben wir das auch geschafft. Jetzt bringen wir mal den Marder zurück zu dem, oder das heißt zurück, wir bringen ihn in dem Tempel. Wir spielen noch so eine Dreiviertelstunde für heute und dann gibt es den nächsten Stream morgen um 17 Uhr, auch wieder Yakuza 5. Na, was will er denn wieder, ey? Achso. Nani? Der wird 100% gefressen. Irgendwas passiert da oder ihm wird irgendwas abgebissen. Bearbait. Oh, hatte ich auch dabei. Habe ich aber nicht benutzt. Jose. Er hat sich komplett übergeschnappt. Ja. Ja. Also das sieht man schon, ob das jetzt ein lebensgroßer, riesiger, menschenfressender Bär ist oder so ein kleiner Bär, den wir vorhin erlegt haben. Glitscht das gerade. Ja, der wird sich noch wundern. Ich glaube nicht, dass der. Der wird irgendwie ganz schwer verletzt, habe ich das Gefühl.
wusste doch, dass sowas passiert. Ich hab's schon, wo wir angekommen sind, gesagt, da ist diese Alarmglocke. 100% werden die Bären runterkommen und das Dörfchen angreifen und wir müssen es verteidigen. Und genau das passiert jetzt. Gehen wir wieder zu unserem Meister zurück. Hochriss. Aber zuerst gehe ich zu dem Händler wegen dem Marderpilz. Verkaufe ich ihm das einfach? Ich check das nicht. Was für ein Marderpilz? Oder wie mache ich das? Nicht, dass ich es jetzt verkaufe und dann für die Mission wird es nicht genommen. Ach, so geht's. Weiß ich nicht. Hä? Ja, hast du jetzt deinen Marderpelz? I hope you can get that Marderpelz for me. Habe ich doch gerade gemacht. Bin gerade verkauft. So ein Vollspaß. Das ist ja nicht gerade einfach, die zu kriegen. Ja, hat wohl nicht geklappt. Schade. Also die Nebenmission vom Händler kann man echt vergessen. Die eine klappt nicht und die andere hätte ich sie nämlich ihm gegeben. Die eine klappt nicht und die andere ist viel zu umfangreich. Naja, mir jetzt egal. Ich gehe nochmal zu dem anderen Typen. Aber ich habe ja eh in den Items nichts dabei, was ich als Gabe geben könnte. Ist mir jetzt auch ziemlich wurscht, ehrlich gesagt. Die Hauptstory an sich finde ich ganz cool. Diese Nebentechtelmächtel hier auf dem Berg sind echt einfach nur Fetch-Missionen. Und die brauche ich jetzt irgendwie nicht mehr. Ich habe mal wieder. Was zu dem Setting hier auch ganz gut passt, ist Never Alone. Das Spiel über die Native Americans, einen bestimmten Stamm, die da in Alaska oder wo das ist, unterwegs sind. Auf jeden Fall ein ganz cooles Spiel, das haben wir mal angefangen und nie zu Ende gemacht. Ich auf jeden Fall mal machen. Irgendwann in diesem Jahr. Leave for City machen wir nicht. Recover Narumi's Bait. Wir quasi die ganzen Bärenköder einsammeln. Wir haben 6 von 12 Patronen. Ich schau mal, dass ich jetzt alle kriege, weil nochmal 6 ist ja nicht so schwer. Und umlaufe dann erstmal die Mission. Mir vielleicht auch noch ein paar mehr Upgrades. Ah, das ganze Miet und so hätte ich alles verkaufen sollen, aber der Händler war ein bisschen... Von den Fallen habe ich jetzt nichts mehr da. Da werden nämlich immer mit, wenn ich die einsammeln soll. Cutter Bracket auch. Kann ich oben eins mal reparieren. Und dann vielleicht auch ein bisschen Deer Meat, Fox Meat, das man essen könnte. Obwohl, ich habe so viele Mushrooms. Kann ich mir nicht sparen. Immer ein paar Mushrooms. Das ist mal interessant mit den ganzen Bären. Wobei, wenn man